Ja, natürlich. Ich habe Peter überzeugt, nach Hamburg zu kommen. Er hat das getan und wir haben auch sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Aber nichtsdestotrotz können Sie mir das durchaus als Fehler unterstellen, wenn Sie das möchten. Man trifft Entscheidungen immer zu bestimmten Zeitpunkten. Die Zeitpunkte verlagern sich. Es gibt Entwicklungen und man muss den Entwicklungen Rechnung tragen. Und meine Aufgabe, wie ich es vorhin schon gesagt habe, heißt das, dass ich die Entwicklungen im HSV beobachte, hinterfrage, diskutiere und wenn sich an den Entwicklungen in die Richtung, die nicht die richtige ist, nichts ändert, dann muss ich handeln und das habe ich getan.